Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Planet Explorers. So, neue Aufnahmesession, neues Glück, wie es so schön heißt. Wenn wir schon mal hier sind, kann man gleich ein bisschen Baum mit mitnehmen. Die Gegner sind weg und die Frames sehen so gut aus wie selten zuvor. Ich weiß nicht, was los ist. Vielleicht sollte ich doch öfters mal neu starten. Das System. Weil ich glaube, die Sichtweite ist jetzt aber auch ziemlich kurz. Strange. Bisschen seltsam. Nun gut. Nehmen wir erstmal so hin. Ich weiß nicht, wir sind letztes Mal massiv hier durch die Gegend gerannt. Und ich muss schon mal mich entschuldigen für die letzte Folge. Ui. Da unten ist viel Verschiedenes. Muss mich für die letzte Folge entschuldigen. Da hat sich, wie soll ich sagen, die Auflösung ein wenig, also mir ist es ja zwischendurch ein paar Mal abgestürzt. Und bei dieser Gelegenheit, war dann die Auflösung, also war es wieder windowed, also im Fensterbetrieb. Und da war offensichtlich die Auflösung ein ganz klein wenig geringer wie vorher. So, jetzt ist da unten ein Haufen Kohle. Egal wie wir es machen, wir müssen ein ganzes Stück graben, wenn wir daran wollten. Also unbedingt möchte ich da eigentlich noch gar nicht unter Wasser hin. So, jetzt laufen wir Richtung das da. Also wie gesagt, wir müssen mal schauen. Also ich würde ja am liebsten mal hier irgendwo Eisen finden. Das würde zumindest, wo sind wir denn überhaupt? Da laufen wir in der. Irgendwo in der Richtung muss ein Gegner sein. Ich weiß es nicht. Ja, und schon sinken auch die Frames wieder sehr schön. Darauf habe ich schon gewartet. So, nehmen wir noch ein, zwei Bäumchen mit. Naja. Genau, und was ich außerdem noch parallel dazu testen werde, ich habe mich ein wenig mit Python befasst. Ich weiß nicht, wer die Skriptsprache kennt. Und habe jetzt meinen Rendering Prozess. Yeah, we're sitting here really. We are really great people. We are. Hört ihr auch den Hund? Ich glaube, das ist aus der Wohnung unter mir, der Hund. Sorry dafür. Ich wollte eigentlich muss ich mal nach Norden. Ja, wo wieder? Oh. Moment. Tust du? Was hat? Okay, seltsames Verhalten. Nichtsdestotrotz, wir wollten eigentlich ja nicht näher zurück zur Basis. Wir wollen ja hier noch ein bisschen was erleben. Deswegen schauen wir mal weiter. Genau. Ich habe mein Rendering Prozess ein wenig verändert mit diesem Skript eben. Und ja, auch so die üblichen Audio-Sachen, die ich halt so mache, habe ich eingefügt. Und ich muss jetzt mal sehen, ob das zufriedenstellend läuft. Nach den ersten Tests, die ich gemacht habe, sah es eigentlich ganz, oder klang es noch ganz gut, sah es eigentlich auch ganz gut aus. Falls euch da irgendwas ganz Krasses auffällt, was euch stört und so weiter, schreibt es in die Kommentare. Schreibt es auf Facebook, irgendwo schreibt es mir einfach, weil in den meisten Fällen schaue ich nur so sporadisch rein, was da passiert. Habe ich irgendwas dann? Ja, erstmal was, Kollege. Ich muss hier irgendwas mal finden. Oh oh. Kommst du etwa zu mir? Zu kurz. Na, ich treffe halt aber gar nichts, wa? So ist schon besser. Nicht am Baum hängen bleiben. Ein Headshot wäre vielleicht nicht ganz verkehrt. Da könnte ein bisschen schneller tot gehen. Aber das kriegen wir! Los jetzt! Stirb! Du, schwarze Krabbe. Aber irgendwo muss ja schon mal ein ordentlicher Treffer dabei gewesen sein. So.
Mal schauen, was wir finden. So, Fleisch. Klasse. Das, was wir unbedingt gebraucht haben. Fleisch. Ich frage mich, ob der dann brav ist oder ob der mich gleich fressen möchte. Ich meine, das sieht aus wie ein Steinbeißer. Kennt denn eigentlich noch jemand aus die unendliche Geschichte? Den Steinbeißer? Oder die Steinbeißer? Ja, Musik ist wieder weg. Auch was jetzt so Hintergrundmusik und dergleichen angeht, versuche ich dann halbautomatisch ein bisschen besser hinzubekommen. Ach, das ist schon wieder so einer. Einfach, dass ich dann nicht immer das Ganze manuell machen muss. Ich ziehe vielleicht ein bisschen niedrig, wa? Oh, der hält aber viel aus, der Kollege. Oh, das sind aber, ja, jetzt, oh, das war zu hoch. Also wenn man ziemlich hoch zielt, scheint es mehr Schaden zu machen, als wenn man weit unten trifft. Das ist natürlich, also Headshot ist natürlich bei dem da ein bisschen relativ. Da hat er eigentlich nur einen Kopf. So, jetzt sind wir. Du bist brav. Was üblich ist, können wir nochmal die ganze Gegend. Wir können natürlich nochmal das Wasser großflächig ablassen. Ich sehe da unten ein großes Ausge... In das Höhlensystem. Wer war das? Keiner weit und breit. Ja, Kohle gibt es ja überall, das ist klar. So, jetzt können wir natürlich noch schauen. Nach Norden wird es ein bisschen nass. Ich könnte jetzt noch mal schauen. Sieht ja eigentlich soweit ganz sicher hier aus. Ich glaube, auch ein Boot bauen, das wird ein bisschen... Wir warten das gleich. Was brauchen wir dafür für Teile? Parts. Ja, Lampe. Was müsste ich denn machen, wenn ich jetzt angenommen, ich möchte ein Boot bauen? Create. Carrier. Vehicle. Oh, gut. Aufnahme läuft. Vehicle. Ship. Boat. Ein Boot braucht... Cockpit, Propeller und Fuel Cell. Oh, das wird natürlich ein Problem. Ein Cockpit, ein Propeller und eine Fuel Cell. Fuel Cell. Nehmen wir mal die kleinste. Plastik und Fuel. Ist ja logisch. Plastik kriegen wir gebacken. Fuel wird ein Problem. Kohle und Petroleum. Na gut, das haben wir schon gesehen. Das gibt es eigentlich. Aber ich vermute, da sind wir noch ein paar hundert Folgen von entfernt. Und vor allen Dingen. Da ist wieder so ein Viech. Meine Alternative ist, wir gehen irgendwo hin und machen das manuell. Dieses. Also graben einfach so das Zeug aus der Erde raus. Das ist natürlich auch eine Sache, die ewig lang dauern wird. Weil. Warum muss ich das immer wieder neu anklicken? Zink ist hier das. Naja. Oh, da hinten kommen die neuen Länder. Boah, irgendwas im Hintergrund immer so Viecher, die machen mich irgendwann fertig. Können wir mal schauen. Können wir vielleicht hier mal Weapon, Tool, Turret, da irgendwo so ein bisschen. Wir müssen also uns eine Fackel bauen, dass wir uns was zu essen bauen können. Ist klar. So. Können wir eigentlich noch eins bauen, oder? Ich meine, Fett haben wir vermutlich noch genügend, sondern nur nehmen wir was aus dem Bauch. Von uns. Der war schon nicht ganz billig.
Was ist denn das da drüben? Irgendein großes Tier, dem wir nicht begegnen. Oh, ein U-Boot-Hai! Oder was genau bist du? Oh, leck. Warum sind hier so komische Viecher unterwegs? Ich will hier weg. Was macht denn der wohl? Uah, Alter! Kannst du das mal lassen, Kollege? Mensch, pack das Schwert weg und... Lauf. Wieder so ein Granatenkäfer. Ich habe das Gefühl, ich nach wie vor, ich mache das ja alles völlig falsch und hätte mich erstmal drauf beschränken sollen. Kommt das hinterher? Nee. Ganz gemütlich irgendwo ein bisschen Zeug abzubauen. Da kommt wieder so ein schwarzer Holz. 100 Zeug hier. Natürlich auch nicht schlecht. Also mit 100 hier von diesem Gummiartigen, da kann man schon was anfangen. So, trotzdem. Also wie gesagt, ich baue jetzt mal ein bisschen mehr ab. Es hilft alles nichts. Ich. Da ist wieder so ein. Gut, das war vorhin kein Knallkäfer, das war hier ein Eingeborener. Ah, habe ich eigentlich schon erwähnt. Ich weiß jetzt endlich, es soll wohl gegen April die neue Version herauskommen. Die 09. Das finde ich toll. I like it, I would say. So, da ist wieder eine große Höhle unten drunter. Da leuchtet es wieder knallrot. Für Kohle. Da ist wahrscheinlich wieder das, was war es, Zink, glaube ich. Ich habe echt keinen Bock, mich so weit nach unten in die Erde reinzubuddeln für das bisschen Zeug. Also, das heißt, bisschen Zeug ist natürlich massiv viel, aber... Bis wir da unten sind, da sind wir ja schon alt und taub. Oh, es wird wieder grün. Ist grün zu grün. Die Übergänge sind natürlich eigentlich sehr, sehr schön gemacht. Aber ich habe Angst vor dem, der da auf mich zukommt. Der will mich doch bestimmt verspeisen. Weil was passiert eigentlich, wenn ich keine Revival-Shots mehr habe? Bleibst du weg von mir? Relativ. Wie der ist da gerade gelaufen? Ich habe da irgendwo gerade einen gesehen. Achso, das sind diese Springen ins Fels. Alter, der kommt mir näher, oder was? Kollege, bleib weg. Wo ist er? Da ist er. Oh, das ist auch wieder so ein Viech. Und die hier, glaube ich, die haben mir gerade so viel Gummi gegeben. Aber wie gesagt, irgendwie scheint die Sichtweite jetzt massiv wieder zurückgesetzt worden zu sein. Und dann habe ich so ein bisschen genau die Bugs aus Starship Troopers. So sieht der Kollege aus. Oh, was bist denn du? Leuchtest du? Eine Note. Eine Nuss. Eine Nutte. Freudscher Versprecher, Entschuldigung. Dann komme ich jetzt da drauf. Wollte das die Verniedlichung von Nuss werden? Nüsschen? Nutte? Ich weiß nicht. Gut. Mal wieder zurück zum vernünftigen Thema. Also ich habe jetzt echt wahrscheinlich die Vermutung, wir werden uns hier nochmal in die Erde reingraben müssen, einfach auf Verdacht. Und schauen, was wir dabei rausholen.
Und da hoffen, dass wir möglichst viel zufällige Treffer an Ressourcen haben. Oh, das ist hier. Schöne Gegend. Ist das unten eine Höhle drin? Ja, da unten ist, glaube ich, eine Höhle. Plitsch. Oder so ähnlich. Ein bisschen nach oben. Gut, direkt eine Höhle ist es nicht. Es reicht zum Ertrinken. Und da hinten ist doch irgendein... Oh je. Ja, also... Ich werde mich vermutlich doch mal einfach... Was? Einfach nochmal in die Erde reingraben müssen, um an Ressourcen ranzukommen. Das hilft alles nichts. Achso, der ist es. Es hilft alles nichts, nur ein nennenswertes Reservoir unterirdisch werden wir so nicht finden. Mein Holz und so haben wir jetzt alles, aber das eigentlich interessante Zeug haben wir einfach nicht. Und erst wenn wir wirklich eine benutzbare Schaufel oder irgendwas haben, kriegen wir dann auch was raus. Also sowohl flächen- als auch ressourcenmäßig. Oh, Shadeweed Seed, dann haben wir doch wenigstens schon mal den ersten Teil. Red Mushroom, da braucht man einen Wald dafür, haben wir noch keinen gesehen. Das nehmen wir einfach mal so ein bisschen was mit, was wir hier finden. Beziehungsweise hauen hier nochmal den allseits beliebten Scanner rein. Und ich glaube, ich werde mal dann Richtung dem Gebirge da hinten gehen. Erdöl in rauen Mengen. Das ist auch... Gut, das Erdöl ist, glaube ich, echt mal nah an so einem Ding dran. Wir müssen bloß einen Weg reinfinden. Und das andere hier, das ist, so wie ich es vermute, das soll fürs Zinn und... Ist es Kupfer? Nee. Es ist... Oh, hilf noch. Gut, Gold ist es nicht. Es ist Zink. Gut, also das können wir natürlich machen. Wir können es einfach mal nach unten graben, bis wir in das Ding reinfallen. Oder muss man denn überhaupt? Zinkeisen, also gut, das ist jetzt keine... Ich habe schon mal Eisen gefunden gehabt. Was ist das eigentlich? Das ist irgendwie... Achso, das ist dieser Gang, wo wir gerade waren. Aber um zu dem Höhlensystem in nennenswerter Zeit zu kommen, gibt es, glaube ich, echt nur den Weg, dass wir uns nach unten graben. Irgendwo. Nun gut, Knut. Dann würde ich sagen, ist das hier genauso gut wie irgendwo anders. Oder warum doch nur zu diesem Stein da hinten gehen? Dreckblock. Marble Stone. Gut, mit dem Marble und so weiter kann man jetzt noch ein bisschen Geld machen, wenn man es verkauft. Ist auch nicht, warum die so erpicht drauf sind, das Zeug zu bekommen. Das andere Zeug brauchen wir ja auch noch hier, das ist, dass das alles so außen rum gab. Was haben wir, ich habe noch gar nicht geschaut, was haben wir eigentlich ressourcenmäßig? Ich habe mir zu wenig Kupfer. Wir haben 10 Eisen. Können wir mit dem Eisen... was kann man mit 10 Eisen eigentlich anfangen? Eisenschau... Wir können eine Eisenschaufel bauen. Eine Scuba-Maske dafür bräuchte ich Glas. Glas brauchen wir Fuel. Fuel ist nicht. Fehlt auswegen, ist nicht. Dann... Ich glaube, ich baue mir... Davon haben wir nichts und viel mehr Sachen gibt es nicht. Dann machen wir jetzt eine Eisenschaufel. Weil
Weil ich kann. So. Dann war nämlich auch gleich die abgebauten Dinger ein bisschen größer und die Ressourcen, die man davon bekommt, und die ganze Sache ein bisschen flotter von der Lotte. So, genau. Und außerdem, so ganz nebenbei, werden wir uns dann in der nächsten Folge beim Tiefbau mit dem Don zurücksehen. Also wiedersehen, so hoffe ich doch. Also, ich danke euch fürs Zusehen und ja, wenn es irgendwas gibt hier wegen Ton und so Einstellungen, schreibt es bitte in die Kommentare. Oder wenn es sonst irgendwelche Beschwerden, Anträge, Drohungen gibt, schreibt es einfach in die Kommentare. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.